Hi, hier ist wieder der Stahlfabriker und das sind wieder eure 5 Minuten. So, heute eine grandiose Frage und eine noch grandiosere Antwort. Ja, ich habe eine Bemerkung gelesen und da stand unter meinen Videos, was ich wohl denken würde, welches denn die besten Gitarrenseiten, und da sage ich jetzt mal, egal Akustik, Nylon, klassische Gitarre oder E-Gitarre, welches wohl die besten Saiten sein würden. So, und jetzt kommt meine fachmännische Antwort. Ich habe keine Ahnung. Und wenn alle ehrlich sind, die mit diesem Thema zu tun haben, haben sie auch keine Ahnung. Weil die besten Saiten, E-Gitarrenseiten, die kann es gar nicht geben. Ich sag mal so, wir werden alle, was das angeht, einfach nur durch die Werbung meinungsgeformt. Ne? Die Saitenhersteller müssen Leute engagieren, beziehungsweise müssen Endorsements machen, damit Leute deren Saiten spielen, damit sie ein Werbeargument haben. Das ist ganz einfach. Würde eine Firma, ich würde behaupten, also gefühlt gibt da Dario am meisten Geld dafür aus, oder lässt sich, also wie Geld ausgeben dann da aussieht, kann man sehen, aber Dario hat sicherlich die meisten Endorser oder Fürsprecher. Das kann natürlich auf der einen Seite bedeuten, dass es gute Saiten sind, das kann aber natürlich auf der anderen Seite auch bedeuten, dass die Jungs einfach am meisten verschenken. Ne, also die, ob deswegen jetzt die Saiten unbedingt besser sind als andere, das wage ich doch arg zu bezweifeln. Weil wenn man Leute fragt, das sehe ich auch immer wieder unter Videos, ich habe schon mal ein bisschen was zu Saiten gesagt, von wegen welcher Saitenstärke wann wo gespielt werden kann. Ne, auch das ist nicht Gesetz. Das ist eben halt immer so eine Sache. Ne? Und ich persönlich spiele momentan Ernie Ball, und zwar die Steel, sonst was heißen, die Hybrid Steel oder so, ich habe gar keine Ahnung, wie die genau heißen. Und zwar, weil ich ja, deswegen nenne ich mich ja Stahlverbieger, weil ich eine Nickelallergie habe. Und wenn jemand auch dasselbe Problem haben sollte und er weiß, dass er eine Nickelallergie hat, und hat vielleicht auch Probleme beim Gitarrespielen, ich muss deswegen Stahlseiten spielen, damit ich eben halt nicht immer so einen fiesen Ausschlag an den Fingern habe und so ein fieses Jucken in den Händen. Und daher kann das denn kommen, falls ihr solche Probleme habt. Und die Hersteller bieten relativ geringe Modelle an Stahlseiten. Also jeder Hersteller hat zwar so einen Stahlseitensatz im Angebot, aber es ist meistens immer nur eine Serie, während es von den anderen 1000 Stärken, dicken, geschliffen, nicht bla 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 immer alles gibt. So, und jetzt gibt es ja einfach viele Seitenhersteller. Elixier, die haben versucht, sich was Neues einfallen zu lassen, indem sie das irgendwie ummanteln, die tiefen Saiten, mit irgendwelchem Kunststoff, was angeblich länger halten soll, wobei die Haltbarkeit total unwichtig ist, dazu sage ich gleich was. Und jeder Hersteller, Ernie Ball, Dario gibt's, Fender baut Saiten oder lässt sie in Lizenz bauen. Ob diese Saiten auch wirklich immer von dem Hersteller dann kommen, das weiß man ja auch gar nicht. Von Gibson gibt's auch Saiten und so weiter, ne? Dean Markley. Ich kann nur sagen, letztendlich vom Sound her, glaube ich, kann man mit jedem Saitensatz eigentlich irgendwie glücklich werden, wenn einem der gefällt. Eigentlich ist, wenn es überhaupt Argumente für Saiten gibt, dann ist es die Bespielbarkeit. Und ein anderes Argument wäre die Qualität, also wie lange halten diese Saiten. Aber das hat ja beides mit dem Sound nichts zu tun. Und wie gesagt, also, und der Rest ist dann natürlich auch ein bisschen Einstellungssache. Sicherlich, ne, bei den einen Saiten ist der innere Kern ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Da mag dann irgendwie, ne, die Übertragung auf die Pickups irgendwie anders sein. Klar ändert sich das alles ein bisschen, aber man kann davon jetzt nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter. Das halte ich, das ist, glaube ich, ganz schwierig. Eine unterschiedlich dicke Saite schwingt ja auch völlig anders. Wenn ich eine super dicke E-Saite habe, natürlich schwingt und klingt die dann anders und lässt sich auch anders bespielen als ein ganz anderer Saitensatz. Und zu dem Argument, dass die einen Saiten so klingen und so, das ist totaler Tinnif, weil, hört euch mal die Sounds, also das ist immer mein Lieblingsbeispiel, hört euch mal die Sounds von CC Top an und der Typ spielt 8er Saiten. Und dann weiß man, was los ist. Der kriegt auch mit ganz dünnen Saiten auf den Alben einen brachialen Sound irgendwie hin und live eben halt auch, weil er sich eben halt Mühe gibt. Und also, das kann das Argument irgendwie auch schon mal gar nicht sein. Und wenn ihr euch dann wirklich mal verschiedene Gitarristen anguckt, welche Saiten sie denn spielen und Saiten stärken, dann kommt man doch wieder drauf, okay, der spielt zwar Daddario-Saiten, aber irgendwie aber einen vollkommen anderen Saitensatz als hier Gitarrist X oder Y oder sowas. Und die kriegen ja auch einen guten Sound hin. Also was vergleicht man da miteinander? Ne? Also von den, wie gesagt, ich glaube, bei Saiten macht es ganz viel die Werbung. Und ich kann jedem nur anraten, testet euch selber durch verschiedene Saiten durch.
Ich kann für mich nur sagen, dass ich persönlich ganz billige Saiten, so wie diese Thomann-Dinger, die habe ich mir mal gern für den Unterricht als Ersatz, so wo ein Seitensatz 1 oder 2 oder 3 Euro kostet, habe ich mir die mal geholt. Und da war das, was war das Problem? Das qualitative Problem, dass diese Seiten abgefärbt sind. Also wenn man da so Slides drauf gespielt hat, hat man immer so schwarze Finger gehabt. Und entweder wurden diese Seiten ja dann mit irgendwas beschichtet, oder diese Seiten sind eben halt, ne? Qualitativ einfach ganz schrecklich, ne? Schrecklich minderwertiges Material. Also es nutzt ja irgendwas ab dann da. Oder ganz schlechte Erfahrungen habe ich auch mit Dean Markley gehabt. Da gibt es so eine Stahlseitenserie, Blue Steels heißen die. Da sind mir von, ich kaufe natürlich immer mehrere Seiten, ich kaufe mir nicht nur einen Satz, sondern ich meistens 10er oder 20er Packs. Und da sind mir von einem und demselben Seitensatz, also von dieser Serie da, immer die hohen Saiten weggeflogen. Und das kann mit meiner Gitarre nichts zu tun haben, weil mit anderen Saiten ging es auch. Also habe ich da nichts Scharfkantiges dran. Und das ist ein Fertigungsmangel, ein Qualitätsmangel. Also sind bei mir die Makler rausgeflogen. Die fallen bei mir vollkommen durch. Das ist aber ein Qualitätsproblem. Das war jetzt nicht unbedingt vom Sound her, ne? Früher habe ich dann auch nochmal Daddario gespielt. Die hießen ganz früher mal, glaube ich, XLS. Und jetzt heißt die Serie, glaube ich, Pro Steels, ist mir auch egal. Auf jeden Fall hat sich da auch irgendwas geändert, weil ich bekam nicht mehr die Saitenstärke. Da war irgendwas ganz Komisches. Auf jeden Fall gab es die irgendwo nicht zu bestellen, und dann musste ich mir irgendwann mal die von Ernie Ball bestellen. Und bei dem bin ich jetzt hängen geblieben. Ob die jetzt besser, schlechter sind, ich spiele sie halt. Ich kann damit spielen. Man gewöhnt sich an alle Saiten. Also wenn man die ersten 10 Minuten auf einem anderen Saitensatz spielt, als die man sonst immer spielt, dann ist es erst die 10 Minuten komisch, aber übt da mal eine Woche drauf, dann ist das weg. Also das ist auch Käse, ne? Und neue Saiten klingen immer anders als alte, das ist auch ganz klar, ne? Und jetzt nochmal zu diesem, bei Elixier-Saiten gibt es ja diese Ummantelung auf den tiefen Saiten, und da wird ja immer mit einer langen Haltbarkeit, lange Haltbarkeit ist total kein Argument für Saiten, völliger Blödsinn. Wenn ich viel spiele auf meinem Instrument, dann ist immer eine mechanische Abnutzung da, und zwar immer an den Bundstäbchen, weil da berührt die Saite ja das Bundstäbchen. Und wenn ich Slides mache oder auch Bendings oder auch Vibrati, dann juckel ich die Saite an der Stelle ab. Das könnt ihr bei eurer Gitarre ganz leicht feststellen, indem ihr die Saite mal nehmt und sie mal so dreht zwischen den Fingern. Und dann habt ihr immer in den Bunden, da wo die Bünde sind, habt ihr immer platte Stellen. Und spätestens dann wird die Saite mechanisch abgenutzt. Dann kann sie nicht mehr ordentlich schwingen, und dann ist es auch völlig egal, ob die Saite 30 Jahre haltbar ist. Sie wird irgendwann, wenn man viel spielt, wird sie mechanisch beansprucht, wird irgendwann reißen, weil sie natürlich an den Auflagepunkten auch beansprucht wird, das ist ganz klar. Also, und das kann kein Hersteller vermeiden, das ist totaler Blödsinn. Also deswegen diese Gore-Tex ummantelten Saiten, das ist ja schön, dass es lange haltbar ist. Aber unterm Strich ist es überhaupt gar kein wichtiges Argument. Das muss man einfach mal sagen. Und Saiten halten dann schon eine Million Jahre länger, wenn ihr vor und nach dem Spielen mit einem stinknormalen Tuch die Saiten abwischt und so den Handschweiß, weil der kann sehr aggressiv sein. Der ist bei jedem Menschen auch anders. Das muss man auch mal sehen. Ich kann auch gerne mal viel schwitzen, aber mein Handschweiß bei Stahlsaiten, das hält sich sehr in Grenzen. Stahlsaiten halten sehr lange. Also die sehen sehr lange immer noch neu aus. Die unterliegen natürlich auch dieser mechanischen Abnutzung. Das ist völlig klar. Aber wie gesagt, sie sehen eben halt lange schön aus. Aber ich wechsle meine Saiten wirklich ziemlich regelmäßig, dauerhaft, damit ich immer ein schönes Spielgefühl habe. Muss man halt mal ein paar Mark investieren. Aber das kann man dazu sagen. Also, welches sind die besten Saiten? Wenn man ehrlich ist als Gitarrist, kann man darauf gar keine Antwort geben. Es gibt keine besten Saiten. Es gibt einfach die Saiten, die man für sich rausfindet und mit denen man klarkommt, die einem gefallen. Und zwar in allen Punkten. Qualität, dann eben halt meinetwegen auch Handling, ne? Qualität, wie sind sie verarbeitet, reißen sie schnell, das hat was mit der Qualität zu tun. Dann eben halt in manchen Fällen natürlich auch mit der Spieltechnik. Dann eben halt das Spielgefühl, ne, Qualität, Spielgefühl, mag ich spielen auf den Saiten, und dann eben halt, das war es dann eben halt auch. In Sachen Sound, ne, ich sag mal so, wenn es um die nötige Brillanz oder irgendwas geht oder Bassanteil, naja, nun, ich habe ja einen Verstärker, ich kann ja an den Reglern auch noch ein bisschen was drehen. Also das sind Nuancen in meinen Augen, ne? Und das ist einfach das, was man dazu sagen kann. Also das mal zum Thema Saiten. Und welches denn wohl die besten sind? Jeder muss das für sich selber rausfinden. Den einzigen Tipp, den ich euch geben kann: billige Saiten, lasst es einfach.
Und weil die sind bei mir bisher immer noch durchgefallen. Als Ersatzseiten vielleicht okay, aber nicht als zum Hauptspielen. Also von wegen sagen hier, ich möchte Geld sparen und ich spiele jetzt hier billige Seiten. Nee, lassen. Ja, so viel mal dazu. Wie ist ihr eure Meinung? Ne? Das interessiert mich mal, wie ihr das seht. Alles klar.